Ich denke gerade mal wieder in meinem Leben, zwick mich mal jemand, in welchem Leben ich hier inzwischen angekommen bin mit der Familie. Und ja, kann es manchmal selbst nicht glauben. Ich zeig dir mal, wo ich hier sitze. Es ist zwar ziemlich windig, aber ich laut rede und ich denke, dann kann man mich trotzdem hören. Ich habe heute Morgen die Family überrascht. Wir haben ja hier auf Zypern Ostern. Das ist das größte Fest hier überhaupt in deren Religion, und da geht's in der Nähe von den Kirchen schon auf eine gewisse Art und Weise, wird da ganz viel gefeiert mit Feuerwerk und. Und da wir in der Nähe von der Kirche wohnen oder direkt gegenüber der Kirche, wir haben das einmal erlebt vor ein paar Jahren, aber seitdem flüchten wir immer. Und so habe ich dann heute Morgen ganz überraschend, ich glaube um 9 Uhr, geschaut, welches Hotel mir gefällt, mit was ich die Family überraschen kann. Habe uns hier eingebucht und eben haben wir hier eingecheckt und ja, sitzen jetzt hier und genießen unser Leben. Und das sind alles Dinge, die entstehen, wenn du dir erlaubst, wirklich deinen Träumen zu folgen, wenn du dir erlaubst, über den Tellerrand hinauszudenken. Wenn du dir erlaubst, wirklich mal Fesseln zu sprengen und dir weiter die Geschichte zu erzählen, dass für dich etwas nicht möglich ist. Schau mal, im Grunde genommen, wo komme ich her? Ich komme ja auch nicht aus einer Familie, die mir das mal vorgemacht hat. Ich bin ganz normal mit üblichen Prägungen aufgewachsen, ganz normal, wie du auch zur Schule gegangen, eine Ausbildung gemacht, später noch in der Abendschule, auch noch ein Studium zur Betriebswirtin. Hat mir dann eine Stelle im öffentlichen Dienst gesucht, weil ich dachte, das ist dann eine sichere Stelle, war auch ganz stolz darauf, diese Stelle dann auch bekommen zu haben. Aber ich wurde einfach zunehmend unzufriedener und wollte einfach raus aus diesem Hamsterrad, aus der gelebt werden Falle, und habe gleichzeitig angefangen, Menschen da draußen aus meiner damaligen Sicht zu beobachten und gedacht, wie machen die das? Die sind frei auf der Welt unterwegs mit der ganzen Familie. Und habe dann einfach geschaut, wie ich mir Unterstützung an meine Seite holen kann von Menschen, die schon dort sind, wo ich hin will, und mir den Weg dann einfach zeigen kann. Was ganz, ganz, ganz hilfreich ist, dass wir dann aber nicht irgendetwas machen aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, aus meinem Weg, sondern wirklich etwas machen, was dem Plan der Seele entspricht, was wirklich unserem Selbst entspricht. Und nicht andere nachahmen, andere nachkopieren, sondern wirklich authentisch sich selbst zu sein und zu wissen, was entspricht wirklich der eigenen Seelenessenz, um sich damit dann eben ein freies Leben zu gestalten. Und diese Seelenessenz, die trägst auch du in dir, weil jeder von uns ist ja auch mal auf dem gleichen Weg hierher gekommen. Also du hast auch eine ganz eigene Botschaft in dir. Wir alle sind ja auch ein Teil dieses ganzen Großen. Es ist ja alles eine große Energie. Und das sind so Dinge, die wir zum Beispiel auch in Divinity machen. Das ist eine Mastermind, wo wir 8 Wochen an deiner Seite sind, uns regelmäßig auf Zoom sehen und wir dich dabei begleiten, dass auch du deine Göttlichkeit entdeckst, dein wahres Wesen erkennst und wirklich mal über den Tellerrand hinaus beginnst zu denken, zu träumen und dann eben auch ganz großartige Dinge in deinem Leben entstehen lassen. Also es ist nie zu spät. Das hat jetzt seinen Sinn, dass du mich hier hörst. Ich poste dir den Link hier nochmal. Klick drauf, folge deinem ersten Impuls und spring in Divinity und beobachte einfach, was für großartige Dinge dann auch in deinem Leben entstehen. Du darfst dich für dich, für dein Herz, für deine Seele entscheiden. Gerne nochmal mit einem Blick aufs Meer, auch ganz bald, deine View in diesem Sinne. Ciao, ciao.